Was geht ab YouTube? Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr an das legendäre SWAT-Outfit kommt, was es hier von den Noise-Leuten gibt. Das Ganze ist wirklich einfach, es ist wohl ein Transfer-Glitch, also ihr werdet leider wieder eure Outfits verlieren. Das geht leider nicht anders, Leute, dafür habt ihr nachher dieses legendäre Outfit, das sieht halt mega nice aus. Da sind die lila Deadline-Schuhe drauf, die Hose, das Oberteil, einfach mega nice, wie das aussieht. eine Kleinigkeit gibt es zu dem Transfer-Glitch noch zu sagen, da komme ich aber am Ende zu, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann verpasst ihr das nicht und lasst an der Stelle vielleicht schon mal einen Daumen nach oben da und ein Abo, da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Wenn ihr nicht bis zum Ende des Videos durchhalten solltet, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken und ja, sauft nicht so viel. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nach Weihnachten wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Also, let's go! Als erstes erstellt ihr euch mal einen zweiten weiblichen Charakter. Wie der aussieht, ist vollkommen egal, ihr werdet den eh nachher löschen. Und wenn ihr dann einen zweiten weiblichen Charakter erstellt habt und ihr seid in der nächsten öffentlichen Sitzung angekommen, werdet ihr höchstwahrscheinlich hier am Casino spawnen. Wenn ihr dann am Casino gespawnt seid, fahrt ihr bzw. lauft ihr einfach mal rein und geht dann mal hier vorne an den Schalter und kauft euch einfach mal Jetons. So, wir drücken jetzt die Steuerungstaste nach rechts, drücken einmal die Dreiecktaste, dann haben wir die 20.000 ausgewählt. Die kaufen wir jetzt einfach einmal. Besucherbonus ist gerade bei mir ausgegraut, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben wir jetzt Jetons. Wir brauchen nämlich ein Oberteil, das gibt es da vorne an dem Klamottenstand. Ich zeige euch mal eben kurz, welches wir brauchen. So, wir gehen einfach jetzt hier an die Oberteile. Dort geht ihr dann einmal auf die Sportjacken. Und dann kauft euch die allerletzte unten in der Liste, die weinrote Broker Steppjacke. So heißt die ganze. Okay, habt ihr euch die dann gekauft und ihr habt die an, könnt ihr auch schon wieder den Laden verlassen und euch auf dem Weg zum nächsten Bekleidungsgeschäft machen. Ich mache an der Stelle mal eben kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich. So, habt ihr euch dann jetzt die Jacke geholt und ihr seid zum nächsten Bekleidungsgeschäft gefahren. Betretet ihr einfach nur mal jetzt den Bekleidungsladen und erstellt euch mal die folgenden Outfits. Ich gehe mit euch wie immer einmal die Komponenten durch. So, die Jacke, wie gesagt, haben wir ja schon gerade eben einmal gekauft. Jetzt gehen wir einmal rüber an die Hosen. Dort geht ihr dann einmal auf die Sporthosen und kauft euch die gepunktete Fitnesshose. Das ist die erste in der Liste. So, habt ihr die dann an. Gehen wir einmal rüber an die Schuhe, dort geht ihr einmal auf die Stiefel und dann kauft ihr euch die schwarzen, abgetragenen, offenen Stiefel. Das ist die Nummer 32 bei mir. So, habt ihr die dann an, müsstet ihr normalerweise schon das richtige Tanktop drunter tragen, diese zweifarbige. Ich zeige euch trotzdem nochmal kurz in der Liste, welches das ist. Ihr geht hier einfach auf Tanktops, das ist die 41 und dort kauft ihr euch dann die Nummer 94, das zweifarbige Tanktop. So, habt ihr das dann an? Gehen wir noch einmal rüber zu den Accessoires. Ich bin mir sicher, ob man es braucht. Ich packe es trotzdem lieber drauf. Macht das auch lieber, Leute. Geht hier auf Handschuhe und kauft euch dann die Hella Waltern taktischen Handschuhe noch drauf. Achtet darauf, dass sie auf jeden Fall keine Ohrringe anhat. Das würde ich euch noch empfehlen. Und wenn ihr das dann so haben solltet wie ich, könnt ihr hingehen und das Outfit speichern. Ich speichere das jetzt hier auf dem ersten Platz ab. Bei mir heißt das Merch 1. Ich würde euch empfehlen, das genauso zu machen. Dann seid ihr nachher nicht verwirrt. Und ja, das war auf jeden Fall das erste Outfit, das speichern wir jetzt hier auf dem ersten Platz ab. Habt ihr das dann hier abgespeichert, können wir auch schon mit dem zweiten Outfit weitermachen. Und zwar müsst ihr jetzt einmal hier zu der Kassiererin gehen, drückt dann einmal nach oben, um hier bei Outfits auf Arena War zu gehen. Geht dann hier auf Weltraumreisende und dort kauft euch einfach das allererste oben in der Liste. Und wenn ihr das dann anhaben solltet, könnt ihr das auch schon hier auf dem zweiten Platz abspeichern. Bei mir steht das jetzt hier unter Merch 2, macht es auf jeden Fall genauso wie ich, Leute. Dann passt das. So, dann haben wir auch schon das zweite Outfit, welches wir brauchen. Jetzt braucht man nur noch ein weiteres Outfit und zwar ist es das Outfit für den Polizeigürtel. So, jetzt haben wir es. Und zwar ist es dieses Outfit hier. Da sind die Schuhe und die Hose und die Handschuhe wieder dieselben wie bei dem ersten Outfit, nur das Oberteil ändert sich nochmal. Ihr geht als allererstes mal hier auf die Arbeitsjacken und kauft euch dann hier die 40-farbene Tarnfeldjacke. Das ist die Nummer 9 bei mir in der Liste. Wenn die bei euch offen sein sollte, kann man das auch gleich im Interaktionsmenü zumachen. Ich zeige euch das auf jeden Fall. Und wenn ihr dann hier seid, bleibt ihr auf jeden Fall noch einmal bei den Oberteilen. Geht dann noch einmal runter auf die Gunrunning T-Shirts und dort kauft euch dann das blaue Digitaltarn T-Shirt. Das ist die Nummer 60, also das letzte in der Liste. Das findet ihr auf jeden Fall. Wie gesagt, die Hose, die Schuhe und die Handschuhe sind gleich wie bei dem ersten Outfit. Nur das Oberteil hat sich jetzt nochmal geändert.
So, jetzt speichern wir das Outfit einfach einmal ab. Und zwar jetzt nicht hier irgendwo, sondern wir speichern das hier auf der 20, auf dem letzten Platz ab. Bei mir steht das jetzt hier unter Belt. Und wenn ihr das Ganze dann haben solltet, sind wir auch schon fertig mit den Voraussetzungen für diesen Transferglitch. Jetzt verlasst ihr einfach nur den Laden und macht dann wieder den Transferglitch. Wenn ihr nicht wissen solltet, wie der Glitch funktioniert, ich werde ein Video unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Noch eine kurze Info. Ich bin nämlich gefragt worden, ob man den Job, den man erstellen muss, immer wieder benutzen kann. Und ja, Leute, das könnt ihr auf jeden Fall. Ihr könnt euch jetzt ein Rennen erstellen im Editor und das Rennen dann abspeichern und das dann immer wieder für eure Transferglitches benutzen. Ich mache an der Stelle jetzt mal eben kurz einen Cut, damit das Video nicht allzu lange wird und sag dann mal bis gleich. 2000 Jahre später. So, habt ihr den Transfergegenstand jetzt hinter euch und ihr seid in der neuen Sitzung angekommen, werdet ihr feststellen, dass ihr erstmal mit eurem alten Outfit gespawnt seid. Das würde ich euch empfehlen, erst einmal abzuspeichern, bevor ihr weitermacht. Ich gehe jetzt einmal hier zu der Kassiererin hin und speichere das erst einmal ab, damit ich das nicht auch noch verliere. Das ist nämlich eins aus meinem alten Inventar. Ihr werdet auch feststellen, dass das auch ein Outfit aus eurem alten Inventar ist. Und das würde ich euch halt empfehlen, dann abzuspeichern. Ansonsten verliert ihr dieses nämlich auch noch. So, nehmt auf jeden Fall hier irgendwo einen leeren Platz, ist egal, vollkommen egal wo, einfach hier. Random irgendwo speichern. Und wenn ihr das getan habt, habt ihr nichts weiter mehr zu tun, als das Outfit noch zu merchen. Ihr braucht dafür jetzt kein besonderes Outfit anzuziehen oder so. Ihr könnt direkt in die Mission reingehen. Ich zeige euch das mal eben. Hier, ich mache das Ganze jetzt solo. Deswegen habe ich hier in den Optionen bei mir Spielersuche auf offen gestellt, weil ich dadurch hoffe, in eine Mission mit reingeworfen zu werden, wo schon andere Spieler sind. Und ihr geht dann halt hier jetzt einfach auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellte Jobs, geht auf Versus und startet dann dort einmal Korrupter Cop. So, wir hoffen jetzt, dass wir in eine Mission mit reingezogen werden. Ja, okay, das kann auch passieren, dass keine Mission gefunden wurde. Dann hostet ihr das Ganze einfach. Das geht auch. So, dann geht ihr hier auf Kleidung und stellt hier auf In Besitz. Und wenn ihr das dann haben solltet, geht ihr auf Einstellung bestätigen und ladet einfach alle Leute ein, die hier in der Nähe sind, in der Sitzung oder halt Schnellstart. Ihr könnt eure Freunde einladen. Guckt einfach, dass ihr irgendwelche Spieler jetzt gleich hier in der Mission habt. So, da treten auch schon welche bei. Das dauert immer ein bisschen, bis die beigetreten sind, aber gleich geht's weiter. So, jetzt können wir spielen. Let's go. Wir müssen jetzt hier noch eine Kleinigkeit in den Missionsvoreinstellungen machen für diejenigen, die nicht wissen, wie das mit dem Merchant funktioniert. Ich zeige es euch jetzt. Das ist auf jeden Fall ganz einfach. Wir müssen nur einmal die Outfits durchswitchen. So, wir gehen jetzt hier einmal runter auf In Besitz. Dort steht erstmal aktuell. Jetzt drücken wir einmal nach rechts. Und dann drücken wir noch einmal nach rechts, bis wir bei Merch 2 sind. Und wenn ihr jetzt hier angekommen seid, drückt ihr einmal wieder nach links. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten Teil des Merchs. Jetzt geht ihr einfach nur noch auf Bereit zum Spielen. Let's go. Digga, warum lädt das so lange? Ich habe heute wieder Ladezeiten, ne? Die sind wieder jenseits von Gut und Böse, Leute. Okay, jetzt sind wir hier in der Mission angekommen. Ihr seht schon erstmal das halbfertige Outfit, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt diese lila Deadline-Schuhe da drauf. Außerdem haben wir das neues Outfit, beziehungsweise das SWAT-Outfit. Ich finde das so richtig geil. Jetzt geht ihr halt hin, drückt euer Interaktionsmenü auf, geht auf Stil und geht auf Accessoires. Und drückt dann einmal nach links, um euch den LCD-Hörer anzuziehen. Ihr könnt das auch mit dem Atemgerät machen, das funktioniert jetzt hier auch. Ich mache das Ganze jetzt hier einmal mit dem LCD-Hörer. Habt ihr das Ganze, verlasst ihr einfach nur die Mission übers Handy, also Handy auf und dann X, Viereck und X, um den Job übers Handy zu verlassen. Jetzt müssen wir eben darauf warten, bis wir wieder in der öffentlichen Sitzung gespawnt sind. Dann müssen wir das Ganze erst einmal abspeichern und dann geht es auch schon weiter.
So, seid ihr dann wieder gespawnt, werdet ihr feststellen, dass ihr in der Nähe von einer Ammunition gespawnt seid und jetzt lauft ihr einfach nur in diese hinein, geht dann dort einmal an die Oberteile und speichert erstmal das Outfit ab. Also hier rechts sind die Klamotten, dort könnt ihr hier an die Oberteile gehen oder an die Outfits, ist egal. Auf jeden Fall hier an irgendeine von den Sektionen, jetzt drückt ihr einmal die Viereck-Taste und speichert das Outfit einmal ab. Irgendwo ist egal, ihr braucht es noch nicht mal so großartig zu benennen, ihr werdet es eh wahrscheinlich nachher wieder löschen. Oder überschreiben, kann auch sein. Okay. Habt ihr das Ganze jetzt? Müssen wir einfach noch einmal in die Mission reingehen. Jetzt machen wir nämlich noch den Polizeigürtel drauf mit der Polizeiwaffe. Und zwar gehen wir jetzt einfach wieder in den Job rein. Genau dasselbe wie gerade eben. Hier Job spielen, von Roxy erstellt, Versus. Und dann gehen wir wieder in Korrupter Cop. So. Hoffentlich werde ich jetzt mal in irgendeine Mission mit reingeworfen, wo schon andere Spieler auf mich warten. Gerade eben ging das ja schnell mit den Leuten einladen. Da sind relativ schnell welche beigetreten. Manchmal dauert das halt auch extrem lange. Ja, hier zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich bin jetzt hier in eine Mission mit reingekommen und hier unten steht es Kleidung auf Themen. Das wird nicht für euch funktionieren. Also ihr müsst auf jeden Fall in eine Mission mit rein, in der, darf ich raus? Danke. In der Kleidung auf im Besitz steht. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Also einmal die Mission wieder quitten. Digga, ich habe Ladezeiten. Was ist das? Okay, so, jetzt gehen wir nochmal rein. Jobs, Jobs spielen, Frogs erstellte Jobs versus und korrupter Cop. Ja, dann hosten wir die halt nochmal. Hier, wie gesagt, auf in Besitz stellen, Einstellungen bestätigen und dann einfach alle Leute einladen, die ja zur Verfügung habt. Erstmal aus aktueller Sitzung, Schnellstart könnt ihr anmachen, hier vom letzten Job. Ist auch mal sehr hilfreich. Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Let's go. So. Treten jetzt auch schon die ersten bei, das ist gut. So, warten wir eben noch, bis die letzten beigetreten sind. Da sind sie wieder alle. Jetzt können wir hingehen und die Mission wieder starten. Und jetzt in den Voreinstellungen, ganz wichtig, dürft jetzt nicht dasselbe machen wie gerade eben, sondern ihr müsst in die andere Richtung gehen. Deswegen haben wir nämlich das Belt-Outfit auf der 20 gespeichert, damit wir jetzt einfach nach links drücken können. Wie gesagt, ich habe heute Ladezeiten, das ist nicht mehr normal, Leute. So, hier angekommen, gehen wir jetzt einfach wieder unten auf aktuell, dann drücken wir einmal nach links und dann seht ihr auch schon, haben wir auch noch den Gürtel an. Jetzt geht ihr einfach wieder auf bereit zum Spielen. Dann sind wir mit dem Merch schon fertig. Respect you, Bro. Let's go, guys. So, da sind wir auch schon angekommen. Ihr seht, wir haben jetzt diesen Polizeigürtel drauf. Jetzt macht er dasselbe wie gerade eben. Einfach wieder Interaktionsmenü, Stil, Accessoires und einmal nach links oder halt nach rechts drücken. Ich mache das Ganze jetzt mal hier mit dem Atemgerät, um euch zu zeigen, dass das auch damit funktioniert. Einfach das Atemgerät anziehen und einfach den Job wieder verlassen. So, jetzt eben wieder warten, bis wir im Online-Modus gespawnt sind.
So, zurück im Online-Modus. Seid ihr hier wieder in der Nähe von der Ammunition gespawnt. Jetzt lauft ihr einfach nur wieder rein und speichert das Outfit erst einmal ab. Das ist jetzt auf jeden Fall das fertige Outfit. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel auf der 1 speichern. Ich zeige euch das mal eben kurz, wie ich das hier mache. So, die beiden Slots hier, die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, die können wir löschen und dafür unser neues schönes Outfit hier abspeichern. So, ich habe das Ganze jetzt hier SWAT genannt. Eine Kleinigkeit möchte ich euch noch sagen. Und zwar hier das letzte Outfit, hier das Belt. Das könnt ihr weiterhin zum Merchen benutzen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendein persönliches Outfit noch haben solltet, wie zum Beispiel ich jetzt hier mit... nee, gar nicht wahr. Das Outfit hier ist es. Wenn ich da jetzt zum Beispiel den... Ach, ich sehe gerade, ich habe den Polizeicall drauf. Ja, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel nicht drauf haben sollte, kann ich dieses Outfit hier auch noch durch diesen Belt-Slot ziehen und dann hat der natürlich auch noch die Polizeiwaffe. Also ich würde euch empfehlen, diesen Slot hier nicht zu löschen. Da könnt ihr jedes Mal wieder eure neuen Outfits durchziehen und die dann auch mit diesem Polizeigürtel ausrüsten. So, jetzt aber nochmal zurück zu unserem alten Outfit und zwar ist es dieses hier. Das könnt ihr jetzt noch ein bisschen bearbeiten, indem ihr halt eine Maske und einen Helm drauf zieht. Das Ganze macht ihr aber alles über den Teleskop-Glitch. So wird das Ganze für euch nicht funktionieren, weil dann die Sachen despawnen. Ich werde mal eben kurz eine Variante dafür fertig machen, so wie ich das meine. Und dann sehen wir uns gleich, Leute. So Leute, ich habe euch das Ganze jetzt mal eben kurz fertig gemacht. Ich habe jetzt noch eine Sturmhaube, hier diese schwarze Sturmhaube, die ich drunter habe, drauf angezogen. Außerdem noch den schwarzen kugelsicheren Helm. Jetzt sieht das Ganze auch original aus. Ich zeige euch das mal eben kurz im Insgesamten. So, jetzt haben wir das Outfit auf jeden Fall komplett fertig. Wir haben die schwarzen Handschuhe noch da drauf an. Außerdem die lila Deadline-Schuhe. Das Ganze gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich habe das Ganze jetzt immer noch hier auf dem ersten Slot abgespeichert. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall. Dieses Outfit hier ist auf jeden Fall mega nice. Ich finde das richtig toll. Ich wollte euch das auf jeden Fall noch zeigen, bevor es jetzt ins Weihnachtsfest reingeht für mich. Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Das würde mich mega freuen und meinem Kanal mega helfen auf jeden Fall. Also lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Outfit findet. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch alles unten in die Comments. So, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag, ein frohes Fest. Haut rein, Leute, macht's gut. Bis bald und ciao.